Heute schauen wir uns mal direkt einen weiteren Auftrag an. Vergesst aber nicht, wie gewohnt, davor zu liken und natürlich auch gerne zu abonnieren. Danke für euren Support. Schreibt mal alle euer Battle Pass Level in die Kommentare. Ich bin aktuell kurz vor Level 37. Among Us Outfit habe ich endlich freigeschaltet sogar. Und zwar schauen wir uns mal die Map Spartanprobe, das ist nicht die Map, sondern die Map 10 Spitzen mal an. Ich bin mal gespannt, wo hier der Kopf sein soll. Bis jetzt habe ich den Kopf nicht in der Vorschau gesehen. Normalerweise mit Glück kann man den Kopf in der Vorschau sehen, aber ich glaube, dass der unter den Platten ist. Das glaube ich jetzt mal zumindest. Das sehen wir aber sowieso gleich. So, wo ist der Kopf? Also hier ist er nicht. Ich schätze, wie gesagt, unter den Platten. Springt einfach mal random hier so. Ah, okay, ich habe ihn schon gesehen. Ah, der ist gut versteckt. Macht einfach den hier. Zack. Und dann habt ihr auch schon den Helm easy eingesammelt. Also der sollte jedes Mal hier sein. Wir benutzen einmal. Ich mache das mal einmal in meinem Leben, ob ich das überhaupt hinbekomme. Ich versuche kurz. Ich versuche das Ding. Ah, das kann man gar nicht usen, ne? Oh, nee, das kann man nicht usen, weil die Platte da davor ist. Nochmal eine kurze wichtige Info zum Verlassen eines Matches. Denn wenn ihr verloren habt oder ausgeschieden seid, dürft ihr nicht direkt das Match verlassen. Keine Ahnung, wieso das von Folge so gemacht worden ist. Ihr müsst eine längere Zeit warten. Und wenn ganz genau das hier steht, zurück zum Hauptmenü, dann dürft ihr verlassen. Wenn da aber noch was anderes steht, das ihr nicht leaven dürft, dann macht das Ganze nicht. Erst wenn das da so steht, dann dürft ihr leaven. Und wir haben jetzt ganz easy den Helm uns abgestaubt. Finde ich cool. Eine Map fehlt mir noch, falls ihr die anderen Maps noch wissen wollt. Wie zum Beispiel, wo haben wir das denn? Die ganzen anderen Maps, dann schaut die Playlist an, oben rechts bei mir verlinkt. Ansonsten vergesst nicht, meinen CC zu benutzen in Fortnite, Fall Guys, falls das Ganze gehen sollte. Und das war es dann auch hier schon mit dem kurzen Challenge-Video.